Hey, hallo, hallo, hallo. Ja, es muss wieder mal ein Thema raus. Und zwar, denk dir bitte eines, dein Unternehmen existiert nicht, weil du kein Internet hast oder nicht, weil du nicht im Internet bist oder wie auch immer, sondern obwohl du nicht im Internet vertreten bist. Und was meine ich mit Unternehmen? Und ich denke, das kommt auch bei meinem Buch ein bisschen falsch an, weil ich immer von Unternehmen spreche. Und zwar, ein Unternehmen ist für mich etwas, eine Tätigkeit, in der du etwas unternimmst. Ja? Und sehr oft kommt auch das Thema, ja, ich brauche kein Internet und ich brauche kein Social Media und ich brauche das alles nicht und das geht ja eh schon immer so. Ich bin schon seit 50 Jahren im Business, nein, du bist noch immer im Business. Ja? Und bis jetzt kannte ich das Verhalten eher von, ja, ich sag mal, alteingesessenen Branchen und alteingesessenen Firmen und ja, ich sag mal, trägen Konzernen und so weiter. Doch neulich ist mir das auch bei einem jungen Menschen voll im Internet aufgefallen. Ja? Und zwar, die Story hier dazu ist, ich kenne jemanden, ja, ich sag mal, das ist so eine Tätigkeit im FSK 18 oder 18 Plus Bereich. Und die Person hat ein total, muss ich sagen, echt nices, feines Instagram-Profil, macht tolle Stories, macht ja, subtile Hinweise auf ihre Webseiten, zeigt Vorschauen auf Shootings, auf Videodrehs und Co. Wirkt echt total professionell und nett. Und tolle Stories und so weiter. Ein paar Reels. Wirklich ein feines, cleanes Instagram-Profil. Ja? Und ich schreibe die Person dann an und sage, hey, netter Auftritt. Und wir quatschen halt so ein bisschen. Und wie schon gesagt, ich habe sie, kenne sie so auch. Und wir haben schon ein paar Mal gequatscht. Und dann sage ich, hast du schon mal über Werbeeinschaltungen nachgedacht? Und dann kam die Antwort, naja, schon. Aber, ja, das legendäre Ja-Aber-Argument, ja. Ja, aber dann sieht mich ja ein jeder. Und in dem Moment schrieb ich dann nur mehr zurück. Okay, die Geschichte geistert mir jetzt schon ein paar Tage im Kopf herum und ich würde mal sagen, jetzt meine Antwort dazu, ja. Wenn du eine Tätigkeit hast oder ein Unternehmen, ja, egal ob es ein Hobby ist, ein Beruf ist, ob es eine Selbstständigkeit ist, ob du Bienenwachskerzen magst, ob du gerne malst oder wie auch immer, ja, der Sinn dabei ist, wenn du damit Geld verdienen möchtest oder jemanden auch zum Beispiel eine Freude machen willst oder wie auch immer, dass du auch gesehen wirst, ja. Das heißt, wenn du dich nur zu Hause einsperrst und die Rollo runterfährst und es sieht dich keiner und hört dich keiner, dann machst du etwas nur für dich und sobald du es herzeigst und auch anderen zeigst, dann soll es ja auch jemand sehen und jemand eine Freude haben damit und egal, ja. Und in dem Fall war es halt ein, sag mal, eine 18-Plus-Tätigkeit im Internet, ja. However, ist auch Business, ist auch eine Unternehmung und diese Person unternimmt was und hat auch scheinbar Spaß dabei und verdient auch wahrscheinlich Geld damit, ja. So, und jetzt kommt das Argument, ja, aber was ist, wenn ich gesehen werde? Überraschung, das ist ja der Sinn dabei. Was die Person eigentlich meinte, so, und sorry, wenn ich da die ganze Zeit wegsehe, ich sitze hier an einem Fluss, es ist voll schön, es sind hier eine Million Gelsen und mein karges Haar schützt mich ja nicht gerade davor. So, diese Person hat ein Unternehmen und möchte natürlich gesehen werden, weil je mehr sie gesehen wird, umso mehr kann sie auf kann sie Einnahmen generieren, umso mehr Shootings und Videodrehs kann sie machen und ja, umso mehr Spaß hat sie. However, ja, es ist immer eine Win-Win-Situation, ja. Und auch an dieser Stelle, Geld verdienen ist absolut nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil, das habe ich schon mal im Interview, zum Beispiel im Podcast-Interview mit Markus Spenger auch gesagt. Geld ist eine wunderbare Sache, damit kann man sehr viel machen und sehr viel Positives machen, ja. Gut. Was ist die Lösung? Ja, bitte werde sichtbar und ja, bitte mach Werbeeinschaltungen. Und jetzt da kommt das Interessante, wenn du im Internet bist, ja, du kannst auch Werbeeinschaltungen in anderen Ländern für deine Webseite machen. Weil im Gegensatz zu einem, sagen wir mal, stationären Unternehmen, ja, du bist zum Beispiel Stadt XY, deine Zielgruppe ist Umkreis 50 Kilometer, ja, dann macht es natürlich Sinn, regional Werbung zu machen. Und damit du auch die Personen in deiner Nähe natürlich in dein Geschäft bringen. Wenn du jetzt da allerdings eine reine Tätigkeit im Internet machst, ja, dann steht dir ein Kundenkreis von, theoretisch, ich sage im Moment gerade, 8 Milliarden Menschen zur Verfügung.
Und nehmen wir mal an, die Hälfte hat Internet und Co. Ja, dann kannst du das überall machen. Das heißt, zum Beispiel in diesem, sag mal, ab 18 Klientel, ja, diese Person kommt von mir aus Deutschland oder Österreich, ja, dann kann sie genauso gut eine Werbeeinschaltung in Dubai machen. Oder in Afrika oder in den USA oder however, ja. Weil es doch egal ist, die Leute greifen auf die Webseite zu, zahlen dort einen Betrag X, bekommen Dienstleistung Y und das Thema ist erledigt, egal wo. Ja. Wenn du jetzt nur zum Beispiel ein deutschsprachiges Produkt hast, ja, oder ein regionales Produkt, zum Beispiel Skier, werden sich schwer in Afrika verkaufen, auch nicht überall, auch möglich, dann bist du natürlich geografisch ein bisschen eingeschränkt. Allerdings ansonsten, es sagt doch keiner, dass du Werbeeinschaltung in deiner Heimatregion machen musst. Denk mal weiter und denk größer. Und ja, bitte, wenn auch dich diese Tätigkeit betrifft, natürlich kannst du Werbeeinschaltungen machen. Ja? Ich bin zum Beispiel Fotograf aus Österreich. Allerdings habe ich auch schon mal, um zu testen, eine Werbeeinschaltung in Dubai gemacht. Und ja, das war auch nett. Ja? Natürlich konnte ich mit dieser Werbeeinschaltung kein Fotoshooting verkaufen, ja? Außer es zahlt mir jemand einen Flug natürlich nach Dubai, bin ich auch gerne dabei. An dieser Stelle kannst du mich gerne einladen. Aber es ging da rein um ein Online-Produkt und das war mir doch komplett egal, weil es gibt genug deutschsprachige Menschen in Dubai. Ja, that's it. Also, an dieser Stelle. Internet ist groß, ist überall. Deine Zielgruppe ist vielleicht auch überall oder sehr viel verbreitet. Und wenn du eine Tätigkeit hast, ein Unternehmer, ja, ein Unternehmer, egal was, du bist Bildhauer, was auch immer, du kannst auch deine Skulpturen weltweit verschicken, warum nicht, wenn es geht, ja, dann bitte schalt auch dort in deiner Zielregion die Werbeeinschaltung und nicht dort, wo dich schon ein jeder kennt. Boah, das war jetzt viel Inhalt, musste allerdings mal raus. Wenn du Fragen dazu hast, bitte unbedingt Kommentar, Blog-Kommentar, was auch immer. Du kannst überall, glaube ich, kommentieren. Sternchen hoch, Daumen hoch, fünf Sterne vergeben, Daumen hoch. Wie werde ich sichtbar im Internet auf Amazon mal checken? Da gibt's ein Buch, mittlerweile mit knapp 300 Seiten in der dritten Auflage. Ich glaube, ich werde noch immer weiterschreiben. Schreib mich persönlich an. Whatever, vielleicht hast auch du das Thema, dass du in einer sehr speziellen Branche tätig bist und nicht weißt, wie du dich nach außen präsentieren sollst. Meld dich einfach, gib Feedback, 5 Sterne auf Google, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.